Ich habe nachgeguckt wegen den beiden Sachen. Das mit dem Obsolet ist relativ einfach. Da gibt es hier oben ein Häkchen. Und schon ist der jetzt obsolet. Und wir können hier Hide obsolet machen. Das heißt, wir sehen jetzt nur noch den. Klaus. Wir sehen dich immer noch. Checking this box will stop this class appearing in the list for construction or refit. Click. Lock design. Okay. Man muss es wohl vorher locken und dann obsoleten. Okay. Das war das eine. Und dann die Slipstreams. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Das Wrack ist immer noch da. Ja, kümmern wir uns später drum. Die Shipyards. Also ein Slipstream sorgt einfach nur dafür, dass mehr Schiffe gleichzeitig gebaut werden können. Wenn wir jetzt wirklich verschiedene Arten von Schiffen bauen wollen, was wir wollen sollten, brauchen wir noch ein Shipyard. Wir können schön viele Transporter auf einmal bauen. Das könnte praktisch sein später, wenn wir irgendwie eine Kolonie schneller aufbauen wollen. Aber es bringt uns halt jetzt nichts, die Kryo-Schiffe zum Beispiel zu bauen. Eine neue Commercial Shipyard-Geschichte kostet allerdings 1200 Uranium. Das würde ich jetzt nicht machen wollen. Wir sind ja momentan ein bisschen knapp bei Kasse, was Uranium angeht. Nö, also das bleibt erstmal alles so, wie es ist. Close. Ja, das Wrack. 4100 Tonnen. Ist jetzt nicht so super viel, aber wir sollten es irgendwann mal einsammeln. Ich muss gerade an Kerbals Brace Program denken, wo ich einen Kerbal hatte, der irgendwie mehrere Jahrzehnte immer um den Planeten rumgeeiert ist, weil ihn keiner einsammeln wollte. Weil das zu fricklig und nervig ist. Okay. So, Construction Rate hat sich erhöht. Das ist gut. Dann erhöhen wir jetzt mal die Mining Production. Wir brauchen sowas von mehr Labore. Wie viel Uranium haben wir jetzt gerade? Stockpile 1100, das ist viel zu wenig. Aber er baut nebenher immer noch weiter mehr Minen. Also es sollte regelmäßig hochgehen mit dem Uranium. Annual Production, ja, geht hoch. Oh, hoffentlich gibt keiner von unseren Forschern da irgendwann um. Die sind ziemlich wichtig. Also gerade unser Construction-Mensch. Mining. 4380, ja, das ist viel besser. Okay, Construction of Mine completed. Dann bauen wir einfach noch mehr Minen. Nur die kosten 60 Uranium. Das heißt, wir können 5 Stück sind 300. Zehn Stück sind 600, 20 Stück sind 1200. Create. Go. Retooling for Sentinel Class ist fertig. Oh stimmt, wir brauchen auch Uranium für das Sentinel-Ding. Das heißt, jetzt kannst du bitte Construction Sentinel M2. Braucht so gut wie gar keine Ressourcen und ist in einem Jahr fertig. Add Task. Ja. Hick. Und der rast dann viel schneller und überhaupt durch die Gegend und scannt alles und fliegt nicht in die Luft. Hoffentlich. Skrigen, aber alles bei unwichtigen Leuten. Wie schaut es eigentlich mit unserer Bevölkerung gerade aus? Wir sind schon auf 750 Millionen wieder hoch. Wir haben angefangen mit 500 Millionen. Also die sind fleißig.
Wir müssen mal gucken, ob es. Gibt es eigentlich ein Cap für die Erde, was als gesund erachtet wird, wie viel man haben sollte? Ja, wir spielen Warhammer 40.000 Setting, ne? Und da gibt es Hive Worlds mit irgendwie 50 Milliarden Leuten drauf. Kann aber noch laufen, ja, ist okay. Okay. 30 Days. Das ist jetzt nur RP. Also ich habe keine Ahnung, wie die Spielmechanik ist, ob da irgendwann anfängt rumzuzicken. Was werden wir sehen? Construction of Mine ist fertig. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Also das Stockpile, da wo ich die ganze Zeit immer drauf schiele, ist gerade das Stockpile von Vyranium. Weil der geht hier regelmäßig runter, wenn wir die Minen bauen, oder geht runter, wenn wir das Schiff bauen, und es geht runter, wenn wir, ne, andere Sachen bauen. Aber wir kriegen jetzt nach und nach so viele Minen, dass wir schneller die Sachen aus dem Boden holen, als wir sie verbrauchen können. Was aber auch dazu führt, dass wir hier dann irgendwann Probleme bekommen. Weil Corundium zum Beispiel haben wir bald gar nichts mehr. Aber ne, der Stockpile wird eine ganze Weile halten, weil wir brauchen davon nicht so viel. Das sollte okay sein. Das heißt, wir bauen jetzt nochmal mehr Minen. Nochmal 20 Stück. Oder habe ich da gerade irgendeinen Denkfehler drin? Zwei Stück sind 120, 20 Stück sind 1200. Aber ich habe ja gerade selber gesagt, dass wir mehr rausholen, als wir produzieren. Also sage ich einfach mal 100 und gucke, was passiert. So. Maintenance. Wir produzieren 4680 im Jahr. Wir verbrauchen 5600. Aber wir haben. Was? Stockpile plus Production 6400. Werde ich noch nicht ganz schlau draus? Wir kriegen ja 4680. Wir verbrauchen 5600. Dann haben wir doch, sind wir doch im Minus. Aber der Stockpile wächst. Und die Annual Production steigt jetzt, weil wir nach und nach mehr Minen bauen. Ja, okay, also wir können durchgehend Minen bauen. Auch wenn ich dann wahrscheinlich eher durchgehend. Ich überlege gerade, ob ich jetzt vielleicht doch wieder auf Automain umschalten soll, damit Venus mehr zu tun hat. Aber nee, nee, nee. Wir machen erstmal die Erde leer. Das ist okay. Das dauert ja nicht mehr lange bei den meisten Sachen. Unwichtig, unwichtig, unwichtig. Wir haben auch alle Labore schön besetzt. Ja. Februar kommt. Unser neuer Scanner. Den können wir dann einstellen. Deswegen lasse ich jetzt mal Autoturn durchlaufen. Das sollte passen. Das sollte auch erst im Februar wieder stoppen. November, Dezember, Januar, Februar. Da! Sentinel M2001 has been built on Earth. Und wahrscheinlich in der falschen Taskgroup, richtig? Transporters. Missile Base. Ja, ist eine Missile Base drin. Ich hätte gerne eine New Task Group. Rename Task Group. Und du bist unser Scanner. Wobei ich soll das spezifizieren. Geoscanner. Geoscanner. So, wie kriege ich den jetzt rüber? Also ich kannte ja vorher diesen Befehl geben mit du hast jetzt einen Auftrag, join der Task Group. Aber wenn ich das machen würde, dann würden die 20 Raketen, die wir noch irgendwo auf dem Planeten oben stehen haben, auch zu dieser Task Group gehören. Vielleicht dann. Chips. Sentinel M2. Wo ist deine Task Group? Fuel Manual Maintenance Transfer. Transfer Ship to Alien Empire. Alter. Parasites?
Parasite Chips. Ach so. Das ist nichts Biologisches. Das sind nicht irgendwelche Tyranniden-Sachen. Das sind einfach nur Schiffe, die abhängig sind von diesem Schiff. Also, dass sie ihr Treibstoff hierher bekommen oder dass sie das Erz hier abliefern oder sowas in der Richtung. Okay. Missile Launch? Nein. Das wird drüben bei der Taskgroup doch sein. Hier müsste es irgendwo einen Knopf geben. Taskgroups. Missile Base. Chips to organize. Was? Create task groups, land parasites. Stop. Oh, ja, ich denke, das werde ich jetzt anderweitig lösen müssen und das Ganze erstmal recherchieren, bevor wir da weitermachen können, weil ich kann ihn jetzt nicht einfach so losschicken. Nö. Dann sehen wir uns gleich wieder. Nehmen wir doch dieses Fenster hier. Okay, man kann Fenster mal übersehen in diesem Spiel. Also, wir sind jetzt in der Task Group Missile Bases. In der Task Group Missile Bases unter Special Orders. Das ist hier die Liste von allen Schiffen, die in der Task Group drin sind. Und wir können jetzt hier sagen, dass wir Sentinel M2001 von Missile Base schieben wollen zu Geoscannern. Blub, schon ist er drüben. Okay, das heißt, jetzt kann Geoscanner einen Auftrag bekommen. Default Order ist Survey Nearest Asteroid und danach Service Nearest Moon. Und wenn er weniger als 30% Treibstoff hat, soll er nach Hause kommen. So, und jetzt sollte der eigentlich von alleine loshuschen. Und zwar richtig, richtig flott. Er ist jetzt gerade hier auf der Erde. Geoscanner. 5 Tage. Er ist immer noch zu Hause. Also, betankt jetzt erstmal, oder wie? Jetzt geht er los. 461 Kilometer die Sekunde. Warum hast du denn kein... Achso, du bist schon bei etwas. Das schon, weil er hat keinen so einen Strich, wo er hergekommen ist und wohin geht. 5 Tage. Ist in 5 Tagen jetzt mal eben da hochgesprungen. Ich mach mal ein Tageszyklen und dann Autoturns. Da kommt er. In einem Tag flitzt er von einem zum nächsten. Das wird viel schneller gehen. Blub, blub, blub. Das Ding ist super. Okay. Minus. Auto turn off. Stopp, Auto turn off. Und dann lassen wir es einfach jetzt mal 30 Tage vorspringen, dann sollte hier ganz viel auf einmal gemacht werden. Wir haben alle anderen Sachen soweit eingestellt, ne? Also Industrie ist am Wusel mit den Dingern da, ja. Minerals, irgendwas Neues? Potential Colonies. Also das hier hatte ich auch schon gefixt, habe ich euch gezeigt am Anfang vom letzten Video. Genau, Geological Survey Report. Also das ist jetzt nur das da. Tipp die mal alle auf und lass es noch 30 Tage vorspielen und guck dann, ob dann irgendwas dazugekommen ist.
So, die klappen automatisch wieder zu. Okay. Ganz viel neu umgewuselt, das ist okay. Nochmal 30 Tage. Kommt es mir so vor, da finden wir nicht wirklich tolle neue Sachen. Ich gehe mal auf die Ansicht und man nimmt jetzt die Asteroiden raus, die nichts haben. Display 2 Asteroids with Minerals only. Boom. Schon weniger. Oder Height Surveyed Location. Also ich würde ganz gerne die ausblenden, die nichts haben, aber die, wo noch nicht gescannt wurde, die sollen bitte weiter eingeblendet bleiben, wenn ihr wisst, was ich meine. Display. Orbital Path 9, Common Path 9. Ich habe noch keine Option gefunden. Aber gut, dann lassen wir es so laufen, bis er uns irgendwann sagt, dass was Wichtiges kommt. Auch wenn ich aus dem Kopf nicht wüsste, was das nächste Wichtige ist. Die Minen sind fertig. Okay, also das nächste Wichtige wahrscheinlich, dass die Erde leer ist. Das komisch klingt, aber ja. Stockpile wird immer voller, sehr schön. Dann gehen wir jetzt auf Automated Mines und schmeißen den Transport wieder an. Du mach mal bitte 100 Automated Mines. Was mir eben 12.000 Uranium kostet. Aber es braucht halt eine Weile und währenddessen kriegen wir immer wieder mehr. Okay, also Create 100 Automated Mines. Ja. Ist in 3 Jahren fertig. Und die lasse ich jetzt auch erstmal auf der Erde, solange bis die Erde leer ist. Ja. 41,4. 41,2 und wir haben jetzt ein Defizit. Okay. Stockpile wird nachher noch aufgeknabbert. 3.700. Und er will wieder mehr. Ja, steigt trotzdem, obwohl er orange angezeigt wird. Hm. Na gut. 30 Tage. Nom, 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 nom. Oh, ich kann das intelligenter machen. Stopp. Wir bauen bitte doch keine Automated Mines. Wir bauen einfach nur Minen. Ja, brauche ich 1000. Ist okay. Wir bauen jetzt alle Minen, die wir können. Die werden aber noch von Menschen bewirtschaftet. Benutzt. Genutzt. Wie auch immer. Und wenn denn die Erde leer ist, dann bauen wir die ganzen Minen um zu automatischen Minen und dann transportieren wir sie rum. Wobei wir damit eigentlich früher anfangen sollten. Wie viele Automated Mines haben wir noch auf dem Planeten? 29. Okay, das heißt, unsere Taskgroup in Transporter kann auf jeden Fall schon mal die 29 schon mal rüberbringen. Das wär's dann du. Transporter. Load Automated Mine. Blub, blub. Und Venus Unload Automated Mine. Cycle. Close. Müssen wir mal schauen. Mineral Packet to Earth, ja. Also, nein. So ist es, glaube ich, übersichtlicher für die Asteroiden. Hm? Ja, doch, deutlich. Hälfte haben wir gefühlt schon geschafft. Oh,
Thermonuclear Engine M has suffered a maintenance failure. Repairs have been carried out. Die Kombination aus suffer, maintenance failure und nuklear ist immer ein wenig kribbelig. Three inactive research. Okay, was haben wir fertig? Oh, das habe ich letztes Mal übersehen, ne? Zeig mir da. Survey, Research Defensive Systems ist dazugekommen. A team led by Antonios has researched mining production 12 Tonnen. Okay, also alle Minen sind schon mal effektiver. Und wir haben jetzt einen Monat quasi Forschung verschwendet. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben hier etwas andere Maßstäbe hier mit Jahren und Jahrhunderten. Terraforming Rate ist mir ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Das mache ich nur, damit die Skill Gain bekommen. Gehe wieder auf Construction. Wir können mehr Geld bekommen. Research Rate ist teuer. Shipbuilding Rate. Shipyard Operations. Slipways Capacity und Retooling geht schneller. Nö, ich würde einfach jetzt noch einen neuen. Also wir haben einen Shipyard, der ist immer dafür da, Transporter zu bauen. Also Warentransporter. Ein Shipyard, der ist immer dafür da, später Kolonieschiffe zu bauen. Und einer später dafür Asteroidenfresser. Sorium Harvester. Wie schaut's aus mit Sorium? Da haben wir einen Stockpile von 40.000. Das müssten wir. Oh, oh. Fieb. Ich habe übersehen, dass unsere Minen auch Corundium verbrauchen. Das heißt, wir können keine 1000 Minen jetzt einfach irgendwo bauen. Wir brauchen erstmal eine Corundiumquelle. Ja. 3 Jahre noch, dann ist es aus. Du hast nicht zufällig Corundium, oder? Nein. So, da Shipping Line, das sind die Jungs. Hier. Ich würde gerne suchen nach Corundium. Da sind 2000, das ist echt nicht viel. Ja, drückt mal die Daumen, dass unsere Scanner da was finden. Ich sollte vielleicht den Scanner mal kurz umstellen, dass er die Planeten zuerst checkt und danach die Asteroiden. Weil ein Planet hat normalerweise ein bisschen mehr als so ein. Ja, wobei, das stimmt gar nicht. Also jetzt mal Real Life bezogen. Bei der Erde, die Schicht, in der wir Erze momentan abbauen können, ist halt recht klein. Wir sind ja eigentlich ein riesiger geschmolzener Ball. Und da ist nun eine ganz dünne Kruste oben drauf. Und auf dieser ganz dünnen Kruste, in Relation gesehen zu dem ganzen Planeten, leben wir. Das heißt, wir können nur die Kruste minern, sonst wären wir halt unten in dem nicht so schönen Bereich des Planeten. Das wäre wahrscheinlich nicht so gut, das anzubohren, solange wir die Technik nicht ordentlich ausgebaut haben. Auch wenn das bestimmt irgendjemand machen wird. Aber ja, die Kruste ist halt nicht so dick. Das heißt, wenn wir jetzt irgendeinen Asteroiden finden, oder einen Kometen, der richtig groß ist, dann haben wir in diesem Asteroiden mehr Mineralien drin, als wir auf der Erde abbauen können. Weil wir halt nur diese ganz kleine Schicht haben, die einmal um die Erde rumgeht, die wir abbauen können. Ja, deswegen Asteroid Mining wird eine abgefahrene Sache werden in 20 Jahren oder so. Also kein Gold mehr kaufen. Das wird nichts mehr wert sein, sobald sie einen Asteroiden finden, der mal eben aus 10.000 Tonnen Gold besteht. Allgemein wird denn fast nichts mehr was wert sein, außer das, was Menschen können. Oh, Land. Land ist immer was wert. Okay, kauft Häuser, wenn ihr Geld habt. Wo war ich? Ach genau, ich wollte umstellen, dass wir hier Survey Nearest Planet or Moon und danach die Asteroids. Okay.
So, Geoscanner ist gerade da. Das heißt, er sollte jetzt nach außen flitzen, richtig? Geological Survey Luna. Wir waren noch nicht auf dem Mond. Bloop. Wehe, wir finden erst das Zeug auf dem Mond. Also wäre schön, aber wehe. Das ist durch, ne? Minerals. Nein. Wo ist die Erde gerade? Da ist die Erde gerade. Plus, plus. Nein. Plus, 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 plus. Nee, Luna hat nichts. Ja, okay. Bin ich nochmal davon gekommen. Three Inactive Research Labs. Ja, ja, ja. So, wo war ich? Wir wollten... Construction... Tätigung wegen Fuel Production, ob wir da was machen sollten. Nee, wir haben genug Fuel, das ist nicht das Problem. Wir sollten Underground Excavation 20.000. Ich denke, wir sollten jetzt anfangen, Teams von Wissenschaftlern auf Planeten zu schicken, um da dann vor Ort nochmal einen Scan zu machen, der dann ein bisschen deutlicher ist. Da weiß ich noch nicht genau, wie das geht, das müssen wir dann gucken. Ich weiß nur in der Theorie, dass sowas machbar ist. Was sollen wir jetzt dir mehr geben? Brauchst immer noch ziemlich lange. Das ist Sensors. RP ist... Oh, es war ganz schön viel RP. Nee, nimm das mal wieder raus. Wir haben gerade erst ein neues Scanschiff gebaut. Das ist ein... Ja. Cargo Handling. Truppen müssen wir erst hin und her transportieren, wenn wir auch... Kolonien haben mit Menschen drauf, die anfangen rumzuzicken. Orbital Habitat Modul. Huh. Salvage Modul. Damit könnten wir das Wrack abbauen, aber ich denke nicht, dass es lohnt. Ship-to-Ship Tractor Beam. Troop Transport Bay. Nee, auch alles nicht so super wichtig. Also nicht, dass sie das unbedingt sofort jetzt heute haben wollen. Jump Point Theory. Ich bin mit den Triebwerken eigentlich ganz zufrieden gerade. Nö, dann mach Construction Rate nochmal, dass wir schneller bauen können. Construction Production. Create. Ja, dauert nicht allzu lange. Close. Ein bisschen rausscannen. Wir sehen, wie nach und nach die Punkte da ihre Kreise bekommen. Wobei, der flitzt jetzt gerade. Bist du? Halt. Ah, der ist noch im inneren Kreis. Okay. Da geht jetzt wahrscheinlich die ganzen Monde von Jupiter ab. Da ist er. Na, wie viel hast du schon? Ganz schön viele nah dran. Ganymed ist er gerade. Ja, das rangezoomt bleiben bringt nichts, weil jetzt in ein, zwei Tagen ist Jupiter schon wieder weiter und dann. Ja, es ist Uhrzeigersinn, ne? Alle bis auf ein oder zwei Planeten? Ich glaube sogar nur einer. Na gut.
da weiter. Nö, dann können wir durchlaufen lassen. Also ich habe jetzt gerade ein Auge auf den Geoscanner da rechts. Ob der schön bei Jupiter bleibt. Sobald er anfängt davon wegzufliegen, würde ich wieder pausieren. Und erstmal gucken, ob bei den ganzen... Oh, Ganymed hat was. 3 Millionen Duranium, das ist sehr schön. Und Uridium, wobei ich noch nicht weiß, wofür ich Uridium brauche. Was wir eigentlich brauchen wäre... Stopp. Wie heißt das nochmal? Corundium. Da wird der Stockpile immer weniger. Aber wir bauen auch ganz schön viele Minen gerade. Ja, ES to Depletion 2,4. Lalala. Wir fressen die Erde auf. Lalala. Ah, Wolf kenne ich auch. Also Wolf kenne ich, Tempel kenne ich. Ja. Also von den bekannten Kometen. Die anderen sagen mir nichts. Oh, Transporter has cycle orders set, but only has one order set up. Du... Transporters. Genau, du sollst einfach nur stoppen. Du machst einfach gar nichts mehr. Hat er auch automatisch schon gemacht. Okay. Stopp, wo bist du? Oh, jetzt geht's ab. Okay, stopp, 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 stopp. Weg ist er. Plus, 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 plus. Transporter sind auf der Erde. Okay, ist alles gut. Ah, alles gut. Saturn wird gescannt. Jupiter hat ganz viel Sorium. Ja, das ist das Treibstoff. Das kann man dann absaugen später. Ganymed hat Uranium, Duranium, bisschen Corundium. Ganz bisschen Corundium. Ich nehme, glaube ich, doch lieber wieder die Ansicht hier. Das ist echt praktisch. Corundium wird unser Corundium. Ne, Conundrum war das, ne? Ja, Corundium wird unser Conundrum, unser Problem. Vielleicht haben wir Glück und auf Saturn. Irgendwas ist gerade noch aufgeploppt. Aber Saturn hat nichts gefunden. Crew Morale on board Sentinel has fallen to 98%. Oh, der muss mal nach Hause. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass er von alleine dann nach Hause kommt. Oder dass er, ne, was macht. Du... Sentinel. Geoscanner. Geh bitte... nach Hause. Und mach Overhaul. Remove. Ist. So. Den Overhaul. Auf der Erde. Head move. Okay. Also jetzt plötzlich nach Hause. Schupp. Da ist die Moral gleich ganz hoch, wenn sie wissen, dass sie nach Hause dürfen. Und Terraforming Rate wurde erforscht. Gut. Dann haben wir wieder ein Labor frei. Gleich mal gucken, wie teuer die Labore sind, weil wenn die Labore kein Corundium brauchen, dann können wir da auch gut was noch zubappen. Construction Rate kriegt jetzt noch ein Labor dazu. Research Lab. Ja, braucht kein Corundium. Ich glaube, ich brech das mal kurz ab und baue dafür Research Labs. Bei den Research Labs müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Die haben nicht nur die einmaligen Kosten hier unten, die schon recht hoch sind, sondern die haben auch finanzielle Kosten. Wir sind momentan 1000 im Plus, das ist völlig okay. Aber wenn wir jetzt, keine Ahnung, 100 davon bauen würden, dann hätten wir wahrscheinlich auch irgendwann keine Kohle mehr.
Ist übrigens auch mit ein Grund, warum wir Kolonien gründen sollten. Auch auf Planeten oder Planetoiden, die nicht wirklich toll was zum Abbauen haben. Also wir sollen unsere Menschen nicht als einfach nur Arbeitssklaven sehen, sondern auch als Geldgeneratoren. Das heißt, wir schicken sie einfach auf irgendeinen Planeten oder Planetoiden, einfach nur um da zu leben. Und dann können wir sie besteuern. Ja. Gut, wir hätten gerne 10 weitere Forschungslabore. Können wir uns leisten, ja. Warum kann ich es nicht createn? Research Labs. Create. Jo. Okay. Das haben wir. Ja, sollte passen.